Willkommen zurück bei Kerbal Space Programm. In der letzten Folge, da haben wir ja auf dem Moon einen seismischen Sensor ausgesetzt. Und heute wollen wir den Moon an der Stelle mal so oft behaken, dass wir die 50% Forschungsergebnisse zusammenbekommen. Doch zunächst die 2 Stunden bis zum Sonnenaufgang, damit wir hier auch ein bisschen was erkennen beim Start wieder. Ja, gucken wir aber erstmal, was wir hier mit den 500 Forschungspunkten anfangen können. So was, ein Okto, was ist denn hier? Hier ist uns der nächstgrößere, ne? Achso, da weiß man gar nicht, was kostet. Das kostet eigentlich sowas, 550. Und das hier? 300. Okay, müssen ja auch mal hier diese Geschichten in dieser Region erforschen. Also das Sinnvollste kommt erstmal jetzt hier das, oder? Was ist der Roboter? Da gibt es nochmal größere Antennen. Na gut. Aber wir machen erstmal das hier. So. Als nächstes schlüsselt sich hier wieder auf. Ionentriebwerke. Und Fernsteuerungseinheiten brauchen wir eventuell. Mal sehen, wenn wir nach Duna fliegen. Ach, so weit sind wir heute noch nicht. Heute soll es erst nochmal zum Moon gehen. Also verlassen wir die Einrichtung. Sehen, vielleicht kriegen wir ja dann noch ein paar Forschungspunkte. Nee, ja, vielleicht wenn wir die zurückgeschickt kriegen. Erst nochmal gucken, ob hier noch was ist. Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Moon. Das können wir eventuell mit einer Flagge, Quatsch, mit einer Antenne was zurückschicken. Das können wir machen, wenn wir sowieso zum Moon fliegen. Kriegen wir auch 3 Wissenschaft. Immerhin. Neu entdeckten Asteroiden. Satelliten, bestimmte Umlaufbahn, 2 Touristen, Roverarm, Affenbrotbaum, schon wieder. Naja, der will das wahrscheinlich nochmal, ne? Oh, ich fahre jetzt nicht nochmal dahin. So, na gut. Dann machen wir die Wissenschaftsdaten vom Moon noch dazu. Die können wir ja dann mit einer Antenne zurückfunken. So. Genau. Also jetzt mal in die Fahrzeugfabrik. Und dann nehmen wir unser Moon oder Minmus Orbiter. Ne, Minmus Lander. Der ist größer. Genau. Und jetzt wollen wir den aber nicht mit Kerbels, sondern einfach mit einer dicken Spitze. Sehen, was wir als Steuereinheit. Das ist, glaube ich, der beste, oder ist der besser? Rechtsläufig, rückläufig halten, und also der kann ein bisschen mehr. Normale Ausrichtung halten, und der. Hallo. Scan-Modi Gelände. Anomalieerfassung. Aha. Ah, da kann nicht so viel. Also der ist scheinbar am besten geeignet. Müssen wir noch finden, wo er jetzt rausgekommen ist. Müssen wir das mal zur Seite schieben. Ah. Schon richtig, so. Ah, da kriegt er eine schöne Bugnase. Wo ist er? Das ist zu groß. Hier
Die sind uns klein vielleicht, aber nehmen wir die. Genau, die müsste genau passen. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall das hier. Tja, und jetzt tun wir alles mit Treibstoff füllen. Möglicherweise erstmal was Kleineres. Nee. Das ist schon der kleinste Adapter, den es gibt. Aber den Lander sowieso nicht brauchen. So. Das Triebwerk sparen wir uns auch mal. So. Also, wir brauchen noch Strom. Batterien, genau. Antenne, damit wir es steuern können. Gucken, dass wir es relativ gerade drauf kriegen. Schief wackelt hier. Ach so, ungefähr. Ja, eventuell hier noch so eine passive an der Seite. Ja, wir wollen ja nicht hinter den Mond. Deswegen wird das schon gehen. Und jetzt noch ein bisschen zum Nachladen, dass uns nicht unterwegs der Strom ausgeht. So. Damit könnte man schon mal einen Einschlag probieren. Dürfte jetzt auch wesentlich leichter sein. Vielleicht muss man das hier gar nicht abtrennen, aber ich denke doch. Na gut. Das nennen wir jetzt Crash 1. So, und was sollen wir noch machen? Wissenschaftliche Daten aus dem Weltraum und Moon. Haben wir zwei Batterien? Ja. Da müssen wir noch irgendwas mitnehmen, was wir mal wissenschaftlich untersuchen können, um es dann hinzuschicken. Ressourcenabtaster? Nö. Schwerkraftdaten protokollieren. Den hat man möglicherweise dort noch nicht. Nehmen wir nochmal mit. Einmal du. So. Eismischer-Beschleunigungsmesser. Den hat man vielleicht auch noch nicht dort im Moon. Diesmal tun wir es per Antenne zurückschicken. So. Speichern und auf geht's. Ja, erstmal wieder Kerbin verlassen. Mal schauen, ob das hier noch alles richtig ist. Ja, mal gucken, ob wir damit einen größeren Effekt haben als die 7%, die wir letztens mit unseren Satelliten erreicht haben. Aber mal gucken.
erstmal in Kerbin Orbit. Dann sehen wir weiter. Kilometer. Für 10. Und wir haben die 20 Kilometer. So, sehr gut. So, gucken, wo wir jetzt rauskämen. 67, können wir schon einen Horizontalflug übergehen. So. Unser Manöver. Für die Umlaufbahn. Hoffentlich bald die Atmosphäre verlassen. Weil ich dann ein bisschen effizienter bin. Ne? Genau jetzt. So, gleich haben wir die 2000. So, jetzt geben wir hier einfach, wie viel sind wir? Das wäre 89. Jetzt hier ein bisschen auf dem Planeten zuhalten. Naja, das würde zwar noch nicht reichen, aber das können wir mal probieren. Dass man nicht sinnlos nach oben gelangt. So, und jetzt wieder in Fahrtrichtung. Jetzt muss man das auch aus der Atmosphäre rausheben. Gut, und jetzt
Erstmal einen Kurs zum Moon setzen. So, jetzt treffen wir da irgendwo. Genau, was machen wir dann, wenn wir so weit sind? Drehen wir uns erstmal in die richtige Richtung. Also es wird nicht das ganze Teil zum Moon kommen, sondern der obere Teil. Mal sehen, ob wir da trotzdem einen effizienten Einschlag hinkriegen. Wir drehen uns. Ich kann ja noch ein bisschen Schwung geben. So. Genau. 7 von 50% haben wir. So, spulen wir schnell vor. In 33 Sekunden müssen wir Gas geben. So, noch ein bisschen ausrichten. Eine Lampe habe ich diesmal nicht dabei, aber es muss auch so gehen. Genau. Ein kleines bisschen vorspulen. Und Gas. So, weg damit und wieder Gas. So, feinjustieren jetzt. So, jetzt schauen wir uns das auf dem Moon an. Wir müssen ja hier hin, in diesen Krater. Ne? Das war die Ernte. Wir müssen wieder hier hinkommen. Lass mal gucken. Hier ist die Flucht, also kommen wir von hier. So. Und den Rest richten wir dann aus, wenn wir ein bisschen in der Nähe sind. Spulen wir mal die 2 Stunden vor. Moment. Drücke Minus zum Abbrechen. Ich habe nämlich falsch gedrückt, deswegen mal. Sonst wären wir jetzt schon drauf gecrasht. Oh, wir sind leider auf der dunklen Seite. So, also müssen wir uns erstmal ausrichten. 5 Sekunden. Aber wir müssen ja nicht die 5 Minuten abwarten, deswegen wird es vielleicht noch weniger sein, was wir jetzt hier gerade korrigieren müssen.
Man muss es ja ziemlich nahe treffen, um möglichst großen Effekt zu haben. So ein bisschen dort, bis wir dort sind, noch ein paar Mal vielleicht ein kleines bisschen korrigieren. Sehen. Ach, das mache ich mit diesem Ding hier. Genau, da kann ich nämlich nachher ran und trotzdem sehen, was ich einstelle. Also ganz kleines bisschen hier hoch zu. Genau. Und noch ein bisschen in die Richtung. Und wieder ein Stück runter. So sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Auch noch ein bisschen zur Seite. So, jetzt richten wir uns wieder aus. Dann dürfen wir nicht vergessen, die wissenschaftlichen Daten zu übertragen, die es noch zu gewinnen gilt. So ungefähr. So, die müssen wir natürlich erstmal sammeln, bevor wir sie übertragen können. Oh, die haben wir noch nicht. 40 Wissenschaft, wenn ich sie übertrage, 22,4. Schwerkraftscan im Weltraum hoch über Moons Flachland. Das Instrument misst Änderung im Schwerkraftfeld des Moons. Diese Daten werden dabei helfen, die Masse des Himmelskörpers zu bestimmen. Und das wäre das hier oben, wenn ich es jetzt übertrage. Überträgt das? Nicht genügend Strom. Oh, ja. Das ist natürlich doof. Antenne ausfahren. Mal warten, bis der Strom wieder voll ist. Dann versuchen wir es mal damit. Seismische Daten kann ich nicht im Weltraum übertragen. Tja, da wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, weil ich nicht genug Batterie mit habe. Ich dachte, fürs Senden von dem Zeug wird es vielleicht reichen. Aber dann wohl doch nicht so. Schade. Aber vielleicht müssen wir hier eh nochmal durch, wenn ich nicht genug Bums hat zum Einschlagen. Also gesammelt habe ich sie, krieg sie aber nicht gesendet. Gesamtlieferung. So, wie sieht es denn mit unserem Strom aus? Müssen wir ein bisschen spulen, sonst warten wir hier ewig. So, also. Na, das wird nicht. Naja. Hälfte hätten wir. Hätten wir noch zwei Batterien mehr. Jetzt wissen wir es. Zumindest fürs nächste Mal. Naja. Hoppla. Ich will einfach noch ein Manöver setzen. Geht das nicht? Doch. So, da können wir hier dann noch ein bisschen korrigieren. Eigentlich können wir das jetzt schon machen und dann später. Wenn wir näher dran sind, noch ein bisschen genauer das machen. Ja. Löschen wir das und fliegen mal. Ah, bis hier. Ah.
4 Sekunden Schub. Sind gleich im Dunkeln. Aber wir spulen trotzdem noch ein bisschen vor. Okay, jetzt muss es stimmen. Sehen. 10, 7, 8. Okay. Das war schon mal Pech. Wir konnten nämlich jetzt das Ganze nicht verarbeiten, weil wir keinen Strom hatten. So ein Mist. Aber wir gehen zurück zum Weltraumzentrum. Laden die Rakete. Und fügen mal noch ein paar Batterien hinzu. So, das sollte aber jetzt reichen. Und dann dürfen wir halt nur bei Tag dort natürlich einen Crash machen. Gut, stellen wir es wieder hin. So, und dann starten wir schon mal wieder. Gucken, dass wir das diesmal bei Tageslicht treffen. Unser Ziel. Naja, das kann ja auch nicht immer klappen. Ne? Sonst wäre es ja zu einfach. Und wir gewinnen wieder an Höhe und Geschwindigkeit. Aktuell sind wir bei 36, 37. Bisschen hier 45 Grad Winkel schwenken. So. Jetzt können wir sicherlich schon flach gehen. So, jetzt schauen wir. Diesmal fliegen wir der Sonne entgegen. So, 5 Kilometer höher und wir sind aus der Atmosphäre raus. Und jetzt noch ein bisschen Bonus, wenn wir nicht ganz so flach drüber sind. So.
Manöverchen hinzufügen. So. So ungefähr noch 15 Sekunden. So, springen wir ein Stück vor. So, schauen wir mal. Gut, das ist okay. So, wie sieht's aus? Beziehungsweise, wir tun jetzt erstmal Manöver hinzufügen. Schieben es mal hier rüber. Jetzt gucken wir mal. Jetzt wird es nichts bringen. Das bringt erst was, wenn man ungefähr, wenn der Moon hier drüben ist. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Und da gehen wir zur in der Ordnungsstation und warten, bis der Mond ein Stück weiter gerutscht ist. Da ist die Sonne. So, jetzt sind wir genau auf der Rückseite. Noch ein bisschen vor und das reicht. So. So, können wir mal gucken, was wir jetzt an Aufgaben... Die sind bei 47%, noch 3% für die Minmus-Übertragung. Na gut. Aber jetzt setzen wir Kurs. Das ist der Tekoba, das sind wir. Hab mich schon gewundert. Und hoffen, dass wir diesmal Sonne haben, dort wo wir hinkrachen. Sonst ist das ja eher ein optisches Bedürfnis, das hell zu haben, wo man runterkommt. Ach, diesmal ist es sogar essentiell. Uns noch mal einen Moon an. Ja, muss man dann ein bisschen korrigieren. Auch so wäre es schon ungefähr erstmal okay.
Geschütze ausrichten. Das kann unsere Fernsteuereinheit noch nicht von selber. Aber immerhin, ne? Dafür gibt es ja uns, dass wir das ordentlich einstellen. So, 31 Sekunden Schub. Schwupp, das immer. Und auf geht's. So, den Rest tun wir wieder on the fly machen. Oh. Aber bis wir dort sind, ist er wahrscheinlich in der Sonne, hoffe ich zumindest. So. Na gut, dann spuren wir bis hier. So, schauen. Ja, dort ist gerade die Sonne aufgegangen, das ist gut. Und so weit sind wir gar nicht davon entfernt. Also gehen wir erstmal wieder in Moon Nähe. Und dann hoffen wir, dass wir die Prozentzahl ein bisschen nach oben drücken können. Nicht schlecht. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit unserer Übertragung. Diesmal scheint es zu klappen, weil wir genug Batterieleistung haben. Wunderbar. Auftrag abgeschlossen. Man hört es noch. So, jetzt müssen wir es nur noch dahingehend korrigieren, dass wir irgendwo in der Nähe runterkommen. Aber erstmal etwas näher ran. So. Sie, die sind weggedriftet, beziehungsweise der Moon hat sich inzwischen woanders hinbegeben. Also müssen wir ganz schön Schwung hier rüber zu. Okay. Jetzt ein Stück nach oben.
Genau. Hoppla. Alte Richtung. Andersrum. Glück sind wir ja schön klein und wendig aktuell. So. Und jetzt müsste es theoretisch wieder in die andere Richtung gehen. Und die Manöverpunkte, die... Wahrscheinlich besser, wir machen das hier mit dieser kleinen Ansicht. So, so. Okay, so ungefähr. Dann müssen wir dann trotzdem, dreht es eh noch ein Stück weiter. So. No, das ist ganz gut. Jetzt vielleicht bis hier. Und man sieht schon, jetzt muss ich ganz schön hier rüber zu zielen. Das noch zu erwischen. So. Muss auch schon ein bisschen mehr Gas geben, ne? So, schnell ausrichten. Weil langsam nähern wir uns schon stark der Oberfläche. So. So, mal schauen. Ob wir diesmal Wissenschaft generieren. Ha! 100% von 50 auf der Oberfläche eingesetzte seismische Sensorwissenschaft von Moon gesammelt. Das hat also funktioniert. Na, ist doch wunderbar. Da haben wir doch unser Tagesziel erreicht. Zurück zum Weltraumzentrum. Jetzt gucken wir nochmal hier ein Missionszentrum. Erstmal was aktiv ist. Mysteriöse Schleim auf Minmus, da fehlt uns noch 3%. Okay. Ist hier was Neues dazugekommen? Ionenkollektor von der Oberfläche von Moon. Na gut, da haben wir ja... Da haben wir ja einen Sensor stehen, also würde ich sagen, das nehmen wir. Check. Also nochmal kurz überlegen, ob das auch wirklich richtig ist. Ja. Nehmen wir. Affenbrotbaum, Erz, Nachbrennertriebwerk, Asteroiden, Touristen, Touristen, Flagge auf Moon, Satelliten, Großkrater und Orbitalstation. Okay, was wir das nächste Mal dann in Angriff nehmen, das werden wir dann sehen. Für heute sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronir und euer Gene.
Bis dahin.